Hallo und herzlich willkommen zur Mass Effect 3 Demo. Ja, den zweiten Teil haben wir ja schon durchgespielt und heute vor knapp 50 Minuten ist die Demo erschienen, zumindest für PC-Spieler. Und ja, die habe ich natürlich sofort runtergeladen, installiert und ich warte einfach darauf, dass es hier losgeht. Ich habe extra nochmal schnell alles auf 720p runtergestellt. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn ich jetzt 1080p gespielt hätte, aber Der Krieg zur Rückeroberung der Erde beginnt am... Ach, so schnell kann ich gar nicht lesen. Wählen Sie aus, welches Erlebnis Sie haben möchten. Sie können die Einstellung später im Optionsmenü jederzeit ändern. Action. Stürzen Sie sich als der berühmte Commander Shepard direkt in die Aktion. Oder Action. Schwierigkeitsgrad der Kämpfe ist einstellbar. Gespräche werden als Zwischensequenzen abgespielt. Rollenspiel. Das traditionelle Mass Effect-Erlebnis. Individualisieren Sie Ihren Charakter und wählen Sie bei Gesprächen Antworten aus. Die Schwierigkeit der Kämpfe ist einstellbar. Story. Individualisieren Sie Ihren Charakter. Erleben und steuern Sie die interaktive Story ohne schwierige Kämpfe. Nehmen wir Rollenspiel, oder? Auswählen. Okay, ich glaube, meiner hieß Jack. Jack Shepard. Name eingeben. Man kann wahrscheinlich noch kein Gesicht importieren. Individuelles Aussehen. Nee, nehmen wir den. Okay, jetzt. Ich habe zuletzt einen Experten gespielt. Das werde ich wahrscheinlich auch machen wohl. Wenn ich den importiere. Experten sind Biotik-Spezialisten, die Feinde mit purer biotischer Kraft ausschalten und töten können. Das nehmen wir. Ihr könnt es nochmal sehen. Das, Clustergranate. Oh, das ist neu. Techniker. Oh, ich kann mich hier, glaube ich, gar nicht. Ich werde mich hier niemals entscheiden können. Infiltrator. Ja, der ist natürlich der absolute, der Soldat, der absolute Munitionstyp. Ach komm, nehmen wir den Experten. Was war meine Geschichte? Auf der Erde geboren und Kriegsheld. Ah, geben Sie bitte an, was Sie am besten mit Ihrem Umgang mit einem schweren Verlust im Kampf beschreibt. Aha. Der Tod zahlreicher Gruppenmitglieder und Freunde spielt in Commander Shepards psychologischem Profil eine zunehmende bedeutende Rolle. Die Last unvermeidbarer Verluste im Kampf wiegt nach so vielen riskanten Missionen schwer auf Shepard. Eigentlich habe ich nur Kaiden Alenko verloren. Ist im Einsatz getötet. Als direktes Resultat eines Befehls von Commander Shepard. Die einzige andere Überlebende des Vorfalls war Gunnery Chief Ashley Williams. Das nehmen wir. Okay. Gut, dann geht's los. Electronic Arts präsentiert. Eine BioWare-Produktion. How bad is it? Bad. We just lost contact with two of our deep space outposts. There's something massive on long-range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. How long do we have? Not long. I sent word. The fleets are mobilizing. God help us all. Im Jahr 2157 entdeckten die Menschen, dass sie nicht allein im Universum war. 30 Jahre später nahmen sie einen friedlichen Platz unter Dutzenden anderen galaktischen Spezies ein. Aber über dieser idyllischen Zukunft liegt der finstere Schatten einer dunklen Vergangenheit, die Reaper, eine Spezies von intelligenten Maschinen, die alle 50.000 Jahre sämtliches organisches Wesen in der Galaxie vernichtet, steht kurz vor ihrer Rückkehr. Der frühere Führer der Galaxie sind... Ach, ich habe es immer auch beim zweiten Teil nicht geschafft, es komplett durchzulesen, egal wie schnell ich lese. Meine Güte, wer soll das denn bitte so schnell lesen? Vielleicht gibt es ja welche unter euch, die es können. So, Spannung. Ich dachte schon, wie fliegt das Teil denn bitte?
Commander. You're not supposed to call me that anymore, James. Not supposed to salute you either. We gotta go. The Defense Committee wants to see you. Sounds important. What's going on? Couldn't say. Just told me they needed you. Now. Anderson? Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. How are you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing words made it to Alliance Command. Something big's headed our way. The Reavers? We don't know. Not for certain. What else could it be? If I knew that. Wir hätten uns besser vorbereiten sollen. Ich weiß es durchaus. Ja, Renegade, Paragon oder Renegade. Was meint ihr? Wie sollen wir spielen? Noch eine Frage an euch. Wenn ich Mass Effect 3 Let's Playe auf Englisch mit deutschen Untertiteln oder lieber auf Deutsch? Die Stimme im Englischen finde ich natürlich schon viel besser. Und ja, wenn, sollen wir dann Renegade? Ich weiß es durchaus. Oder wir hätten uns besser vorbereiten sollen. So ein bisschen hier, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich werde erstmal den Guten spielen. You know we're not ready if it is then. Not by a long shot. Tell that to the Defense Committee. Unless we're planning to talk the Reapers to death, the Committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. We've all reviewed your report, seen the data you've collected. But it's all just theory to us. You've been there, in the trenches, fighting them. You know what they're capable of. That why they grounded me? Took away my ship? You know that's not true. The shit you've done, any other soldier would have been tried, court-martialed, and discharged. It's your knowledge of the Reapers that kept that from happening. That, in your good word? Yeah, I trust you, Shepard. And so does the Committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. They're expecting you too, Admiral. Good luck in there, Shepard. Anderson? Shepard. Ashley. Ashley? Lieutenant Commander? How'd it go in there? I can never tell with them. I'm just waiting for orders now. Admiral? Come on. Ashley ist bei uns wieder. You know the Commander? I used to. Admiral Anderson. Shepard. What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen. Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the Sol Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. Then, how do we stop them? Stop them? This isn't about strategy or tactics. This is about survival. The Reapers are more advanced than we are. More powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. But there must be some way. Wir halten zusammen. Gute Option. Böse Option. Überleben um jeden Preis. Wir halten zusammen. If we're gonna have any chance at surviving this, we have to stand together. That's it? That's our plan? Admiral, we've lost contact with Luna Base. The moon? They couldn't be that close already. How'd they get past our defenses? Sir, UK headquarters has a visual. Thank you.
Okay. Sie sind schon auf der Erde? Why haven't we heard from Admiral Hackett? What do we do? The only thing we can. We fight or we die. We should get to the Normandy. Shepard! Come on, get up. Here, take this. We've got to get moving. This is Admiral Anderson. Report in, anyone. Lieutenant Commander Williams, is that you? What's your status? I can't raise the Normandy. You'll have to contact me. We'll meet you at the landing zone. Anderson up.